Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Link Between Worlds Randomizer. Wir sind hier immer noch in den Bergen unterwegs und aktuell in der Schattenwelt. Sind im letzten Part hier schon fleißig hin und her gesprungen über die Plattformen und mussten feststellen, dass das alles ziemlich anstrengend ist. Wir sind sehr oft runtergefallen und werden es, glaube ich, auch diesmal wieder tun. So, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz Pfeile schießen. Ja. Oh, doch nicht. Okay, wo geht's hin? Wo kommen wir raus? Ah, cool. Ich glaube, hier kommen wir jetzt an dem Ort raus, wo ein Herzteil liegt, oder? Ich glaube ja. Ja. Und ist natürlich ein Maimai. So, ansonsten ist hier nichts. Okay. Ach ja. Aber wieder einmal haben wir etwas abgeschlossen. Ist doch auch nicht schlecht. So. Heißt, wir latschen jetzt den Weg wieder runter. Mann, oh. Diese Plattformen verarschen mich immer. Okay, geht wenigstens schnell. Okay, ich muss hier wieder mit dem Windstab arbeiten. Ich dachte, ich kann das ein bisschen verändern, indem ich einfach runterjumpe. Funktioniert aber nicht. Ich muss immer mit dem Windstab arbeiten. Okay. So. Okay, warten. Und jetzt müssen wir noch nach oben. Dann haben wir hier alle Ecken abgeschlossen. Und können hoffentlich endlich vielleicht noch einen neuen Speicherpunkt oder so freischalten. Der dann oben in dem Eisgebirge ist irgendwo. Obwohl ich glaube, da werden wir noch nicht so richtig Fuß fassen. In dem Abschnitt hier, weil ich glaube, hier möchte ich erst den Feuerstab haben. Bevor wir hier hingehen. Das wäre mir schon ganz lieb, glaube ich. Ich höre schon wieder Fledermäuse. Ja, ohne Schwert ist das hier ein bisschen eklig. Okay. Das war nicht schlecht. Hä, folgt der mir oder was? Der ist jetzt, der war gerade weiter. Oh, ja, jetzt kann ich. Oh Gott. Na klar. Ah. Es ist alles eine optische Täuschung. Oh Gott. Ich will jetzt nicht runterfallen. Oh Gott, schnell hier weg. Oh, wir haben es geschafft. Cool. Ah, schön. Schön. Ich bin gerade sehr, sehr froh, dass wir das hinter uns haben. Schluck Pfeile. Ah. Na, hier brauche ich auch wieder einen Feuerfall, glaube ich. Feuerstab. Wie viel frisst du denn, ey? Ist ja unfassbar. Oder komme ich hier auch mit der Lampe durch? Ich glaube, ich brauche einen Feuerstab. Ja. Sonst geht's da nicht weiter. Aber kriegen wir wenigstens einen Birdo irgendwie? Dass wir uns hierher teleportieren können? Ja, danke. Wenigstens diesen Weg nicht wieder gehen. Das ist doch schön. Da freue ich mich. So, dann haben wir hier schön den Abschnitt abgeschlossen. Da hängt noch ein Maimai, den nehmen wir mit. Und kriegen ein Maimai. Hey! So. Okay, ja, aber mehr kann ich hier auch nicht machen. Für den Rest brauche ich Feuerstab. Jo. Okay,
Gut, dann sind wir hier erstmal fertig, Leute. Ich weiß gar nicht, wo teleportieren wir uns denn als nächstes hin? Hier wieder hin? Können wir da weitermachen? Ah, ich mache aber ganz kurz was, was ihr mir schon lange Zeit geraten habt. Und zwar, ich gehe mal in der Schattenwelt in Links Haus. Da kann ich ja von hinten noch was wegsprengen. Ich glaube, das hatte ich noch nicht gemacht. Das habt ihr mir vor vielen Folgen schon gesagt gehabt. Das will ich mal kurz machen. So. Genau, hier haben wir nämlich eine Schatzkiste. Ah ja. Zumindest ist das Leben wieder voll. Okay. Ich glaube, ich werde erstmal kurz in die Lichtwelt wieder rübergehen. Einfach um zu gucken. What has happened? So, wir haben nämlich ja hier auch ein Kreuz beim Schloss Hyrule. Will mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Hi. Nö. Okay, war nur ein Versuch. Ja dann, ich glaube, da müssen wir wirklich in die Schattenwelt jetzt. Ich glaube, dann müssen wir wirklich in die Schattenwelt. Und diverse Dungeon erledigen. Okay, was können wir machen? Wir könnten halt in den Skelettwald. Wir könnten auch in den Sumpf. Nee, Sumpf ist falsch. Hier halt, ne? Turtle Rock. Ne, Turtle Rock ist, glaube ich, zu früh. Dark Palace. Könnten wir machen. Thieves Town. Geh mal zu Dark Palace. So, da hat man es ja auch schon schön vorgearbeitet. Genau, hier brauchte ich Bomben. Die habe ich jetzt ja. Zack. Und wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Hier waren wir noch gar nicht drin. Weil konnten wir auch gar nicht. Damals. Weil wir noch keine Bomben hatten. So, okay. Hier haben wir einen Schalter. Die Musik ist gruselig. Die ist richtig creepy. Okay, ich glaube, hier muss ich auch mit Bomben arbeiten. Zack. Aber erst Fackeln anzünden. Vielleicht gibt das was. Zack. Zack. Da ist noch was zum Sprengen. Ich will kein Mai Mai. Mano. Können. Ja, es ist hier wieder alles dunkel. Was ist das denn? Na gut. So. Der braucht Licht. Okay. Kann ich das einfach so herbeiführen? Bestimmt, oder? Easy. Okay, erster Raum ist clear. Alter, ist das dunkel. Oh, der nervt mich jetzt schon, der Raum. Oder beziehungsweise der Dungeon. Dass wir hier ständig hin und her switchen müssen. Boah. Ja, dann stunne ich nur. Okay, ich hätte vielleicht mit dem Enterhaken nochmal was machen sollen. Okay, dann gehen die Fackeln auch immer sehr schnell wieder aus. Aber ihr habt gesehen, da hat es gerade im Dunkeln Pfeile geleuchtet. Okay, hier ist nix. Ja, hier leuchtet es gerade im Dunkeln.
Hier sind so zwei Plattformen. Und da ist ein Key. Okay, also im Dunkeln sieht man hier auch Wege, die sonst nicht da wären. Verstehe. Gut. Den Raum hätten wir jetzt auch. Oh Mann. Boah, die Musik, ey, die ist ja echt super creepy. Mal hier. Ach stimmt ja, das ist genau derselbe Dungeon, ne? Ah! Schnell. So, ich glaube, hier komme ich in ein unteres Stockwerk. Okay, hier muss ich zwei Schalter aktivieren. Das kriegt man doch hin, oder? Jo, geil. So, dann kommen wir da oben wieder raus. Und hier kriegen wir direkt den nächsten Schlüssel. Kann hier was sprengen? Sieht so auf der Karte aus. Nö. Hä? Ja, dann ist ja doch hier unten, ne? Ah, okay, hier unten ist was zum Sprengen, verstehe. Super. Habe ich das schon gesprengt? Nee, hab's immer noch nicht geschafft. Yay! So, jetzt Secret Room! Ich habe jetzt irgendwie was anderes erwartet. Aber gut. Oh Mann! Ich brauche unbedingt eine weitere Erweiterung für die Tasche, dass ich hier ein bisschen besser was sehe. Du Pennergeist! Okay. Okay, okay, okay. Ich habe da... Aha, wie komme ich denn da rein? Aha. Soll ich hier mal lang gehen? Ich meine, da sind fette Pfeile. Ich guck mal. So. Lampi. Toll. Okay, ich glaube, ich muss ja da runter. Okay. An der Stelle muss ich runter. Heißt, ich muss ja einfach hier sprengen. Hä, aber das andere ist doch viel komplizierter zu finden. Oder? Da habe ich jetzt nur ein paar Rubine bekommen. Das soll einer verstehen. So, aber hier bekomme ich jetzt einen Schlüssel. Boah, der Master Key sogar schon. Okay, alles klar. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was der Boss war, aber es sieht mir aus wie der... Oh, wie heißt denn der? Der mit der Maske halt, ne? So sieht mir das gerade aus. Aber ich weiß nicht, ob man den ohne Schwert besiegen kann. Das ist was, was wir rausfinden müssen. So, ich gehe jetzt erstmal... Boah, das sind auch schon wieder so Kackviecher. Thank you.
So. Bam, bam, bram, bam. So. Ja, ja, ja. Lass mich mal durch. Ich bin Arzt. So. Oh. Man sieht mal wieder nichts. Okay, der Dungeon ist echt crazy. Ein weiterer kleiner Schlüssel. Schon Nummer 2, oder? Ja. So, und dann muss man hier jetzt irgendwie noch... Hier kann ich was sprengen. Wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Ich sehe schon. Zack. So. Aha. Lampe. Und, aua, Schatzkiste. Ein Mai Mai. Hey, wer hätte es erwartet? Och, Manno. So, da kann ich mich wieder runtersprengen. Habt ihr das gesehen? Soll ich das mal machen noch eben? Ansonsten sind wir ja hier jetzt auch fast durch. Außer die eine Schatzkiste im Mittelraum. Ansonsten haben wir alles. Da muss ich halt gleich nochmal gucken. Oh, sehr schön. Noch ein... Alter, was? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ja, super. Und tschüss. Ich glaube fast, hier müsste ich alle Fackeln löschen. Okay. Na, hier komme ich nicht lang gerade. Ja. Warte mal. Eisstab. Eisstab, Eisstab, Eisstab. Zack. Aber hier komme ich auch nur in den nächsten Raum. Ich warte noch mal ganz kurz mit dem Raum hier. Oh Mann, ey. Das ist unfassbar, ne? Mal brauchst du die Fackel, mal brauchst du nicht. Bevor wir unten weitermachen, würde ich gerne hier oben noch schnell gucken, wie wir die Schatzkiste bekommen. Oh, ich habe die vage Vermutung. Schade. Ich habe die vage Vermutung, dass wir vielleicht uns von oben fallen lassen müssen, um an die Schatzkiste zu kommen. Nein, da wollte ich nicht rein. Manno. Ich meine, genug Schlüssel haben wir ja dafür, theoretisch. 3 Schlüssel, ey. Okay, warte, ich gehe mal kurz hier hoch. Guck mir das nochmal ein bisschen genauer an, aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir das in der oberen Etage machen müssen, oder? Es sei denn, es gibt hier irgendwie noch einen Schalter, mit dem ich das aktivieren kann, dass da die Plattform runterfährt. Wäre jetzt gerade für mich die einzige Lösung, dass ich von oben runter droppe. Sei denn, ihr habt noch eine andere Idee, Leute. Ich kann ja mal eben, aber... Meine Güte. Ich bin so froh, dass ich die rote Rüstung habe, ne? Ich kann ja eben mal hochgucken, ob ich da noch was auf die Schnelle sehe. Ja, guck mal. Da muss ich mich droppen lassen. Jo, ich sehe schon. Ah, okay. Das wird er sein, der Weg, ne? Ja. Alles klar. Und ein schönes Herzteil. Yay! Da freue ich mich. So, die Lampe wieder. Und dann würde ich sagen, der Part ist auch langsam schon wieder rum, Leute. Zack, aua.
Ja, ist sehr, sehr dunkel im Dark Palace, ne? Aber wer hätte es auch erwartet? Dann würde ich sagen, im nächsten Part gucken wir mal, dass wir hier oben das Stockwerk clearen. Und gehen wir mit allem, was wir haben, nach unten und machen den Dungeon fertig, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Between Worlds Randomizer im Dark Palace. Tschüssi, Leute!